dass wir diesen Hintergrund noch einmal sehen werden. Ja, und damit willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica. Ja, also ich lade das Video wahrscheinlich am 1. Mai hoch. Und es ist bald Village draußen und ich dachte eigentlich, zu jedem Monat mache ich mal wieder was zu einem Spiel, vielleicht DLCs oder so. Ich meine, im Februar hatten wir Resident Evil 5 die DLCs, im März haben wir Zero und Revelations 2 durchgespielt im Koop und im April hatten wir Resident Evil 4 Separate Ways und Assignment Ada und das Code Veronica Let's Play. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und zwar, man hat nämlich was freigeschaltet, wenn man das Spiel durchgespielt hat und zwar den Battle Mode und den will ich mir noch anschauen. Das ist so ein bisschen wie Mercenaries, nur anders. Resident Evil. Wir gucken auf jeden Fall mal rein. Ne? Anscheinend soll es da vier Charaktere geben. Vielleicht muss man die aber auch freischalten. Hier haben wir McClay Redfield, Chris Redfield, Steve Burnside. Oh, den vierten Charakter hat man noch gar nicht freigeschaltet. Aber ich kann euch gerne sagen, was der vierte Charakter ist, und zwar Albert Wesker. Also, dann spielen wir auf jeden Fall nur als die drei. Passt eigentlich bei der Thumbnail, da ist nicht mal Wesker drauf sogar, wenn ihr mal guckt. Naja, es passt schon. Auf jeden Fall weiß nicht, wie man Wesker freischaltet. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich nicht viel Lust, das jetzt wirklich zu machen. Also, als Claire haben wir das Messer, eine Pistole, Armbrust, Pistolenpatron und viermal gemischte Kräuter. Als Chris Redfield haben wir ein Messer, eine Magnum, eine Schrotflinte, Schrotpatron und zweimal gemischte Kräuter. Als die Burnside haben wir einmal das Messer, die goldene Luger, zweimal gemischte Kräuter und die Maschinenpistolen. Wir fangen an als Claire. Außenkamera Ego-Perspektive. Boah, Alter, ich spiele Ego-Perspektive. Das will ich mal sehen, wie sich das steuert. Oh Mann. Aber wo spiele ich jetzt? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Obwohl, das ist voll geil. Wer dreht die Kamera? Was? Alter. Ja, wenn ich momentan die Schuss dafür habe, ganz ehrlich, für was soll ich denn mit meiner Pistole? Ja, bei der Ego-Perspektive, das ist ja schrecklich. Oh. Naja, aber wir werden es auf jeden Fall in der Ego-Perspektive spielen. Einfach. Ja, es ist halt lustig, ne? Ich will nicht den Barrel anschießen. Oh mein Gott, das ist tatsächlich echt schwer zu aimen. Wieder die Witzigen und sein Hilfe ist einfach nicht schlecht. Ja, vielleicht. Aber es dauert sich. Warte, aber die schnelle Umdrehung geht. Ja, die schnelle Umdrehung geht. Man muss halt auch mit dem linken Stick und ich bin halt gewohnt, dass man mit dem rechten, ja gut, im Hauptspiel konnte man es auch nur mit dem linken seinen Charakter ändern. Ja. Na, wir spielen es aber auf jeden Fall in First Person, weil Hauptspiel konnte. Oh nein. Euch habe ich ja gar nicht vermisst. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, weil da nämlich die ganzen Gegner sind. Das muss ja irgendwo richtig sein. Was? Also, wie komme ich auf einmal hierher?
ist doch am Ende des Spiels. In der Antarktis? Gerade eben waren wir doch noch auf Rockford Island. Ist auch vergessen, okay. Tür? Ja. Naja, okay. Ich mag, dass es hier verschiedene Orte gibt. Ah! Und jetzt sind wir wieder auf Rockford Island. Alles klar. Man muss hier ein bisschen Glück haben, dass man sie auch trifft. Ich glaube, ich gehe mal die Treppe runter. Ah, Rockford Island hat doch ein, Code Veronica hat doch eine geile Atmosphäre. Ich hätte echt gewünscht, dass man das Haus auch in First Person spielen kann. Das ist ja voll geil. Oh nein! Oh nein! Oh nein, kleine Hunter. Ja, Achtung. Ich sehe es halt leider nicht, weil wenn man ja in der Außenkamera halt sieht man ja, wenn es ja verletzt ist, weil ich halt. Ja, okay, hier. Hier lang nochmal drin ist. Nimm's? Oh, klar. Ja. Los, Alter, die Kiste. Oh Gott, aber ja, an Hand habe ich gar nicht gedacht. Aber man hat unendlich Schuss sogar. Hört es auch irgendwann auf oder hat es ein bestimmtes Ziel? Muss ich am Ende irgendeinen Kampf machen? Oh mein Gott! Nee. Ja, ich bin vergiftet. Ich bin wieder in der Antarktis. Oder lebt noch? Okay, so jetzt bin ich alleine. Okay, BOW, ich weiß, was in der Tür war. Da war eine Spinne. Warte, ja, da war ja alles drin. Ja. Das ist ja auch blaues. Oh, okay, ich gehe nicht in den Raum. Weiß nicht, wie in der Antarktis. Gibt's auch nicht. Ah, da weiß ich schon. Sag bloß, ich kämpfe am Ende gegen Nosferatu. Wir nähern uns nämlich da. Kann es irgendwie sein, dass man immer gegen den Kampf. Gegen jemanden kämpfen muss. Ne, wir sind wieder auf Block bleiben, weil, ja. Ja, es war so klar, dass es mich auch trifft. Oh! Oh Gott, das war aber gar nicht gut. Ich wusste ja irgendwann, dass es eine schlechte Idee ist, aber. Das ist so weird. Das ist so weird. LOL. Was ist das eigentlich mit diesen roten leichten Augen? Noch nicht, ich muss die Monster stoppen. Alles klar. Oh LOL. Was? Hallo. Also. Ich überlebe einfach noch. Der ist undercover. Und zum Beispiel wieder in der Antarktis. Oh ja, in der Welle wieder. Gott, das ist so weird. Ich zieh ihn doch an. Ja, was ist los? Hier rein. Ich komme immer noch nicht auf die First Person klar. Kann sein, dass der Part ein bisschen länger geht, weil das dauert schon ein bisschen. Und Rockford. Gut. Was? Wohin schießt die? Hier gab es doch die Treppe.
Ah, okay, die ist einfach nicht da. Wir müssen eigentlich weitergehen. Aber dann müssen wir hier halt hier rein. Ja, wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder in der Antarktis oder so raus. Keine Ahnung. Ich würde aber echt gerne mal wissen, wie lange das geht. Oder wann das aufhört. Blau und grün. Ja, ich höre direkt einen Zombie hinter mir. Ja, weil da auch einer war. Safe Room. Ja. Aber da wird auch auf jeden Fall kein Safe Room sein. Ja. Wir sind hier. Hier ist anscheinend bisher noch kein Gegner. Das ist einfach nur so ein Bonusraum, oder? Ja, anscheinend. Und da ging es auch, Alter, gab es doch eigentlich gar keine Tür. Wo es noch weiter ging. Oh nein, warte, da ist blaues Kraut wieder. Ich hol. Oh, Claire. Claire. Ah, das ist so. Oh. Überlegt mir echt, ob ich jetzt hier das jede Runde so mache. Das ist echt, das ist horrible. Mache ich mir aber noch das grüne Kraut ein und benutze es direkt, würde ich sagen. Für mich ist wieder auf fine. Ah, das gesund. Das sind auf jeden Fall die schlimmsten, vor allem die mit dem Gift. Die hasse ich. Das war jetzt kein Grund für euch wieder zu kommen, ne? Ja, ich sehe dich. Ich hab Angst. Oh, du Fiesling, Mann. Ich hasse euch Gifthunter. Er lebt doch noch. Nee, der lebt nicht. Oh, ah, ich bin nicht mal vergiftet. Oh, das ist aber, das nennt man Glück. Das nennt man Glück. Oh, von den Gifthuntern habe ich am meisten Schiss. Vor allem, wenn man kein blaues Kraut hat, ist es halt echt ziemlich böse. War das nicht der Raum mit den ganz vielen Zombies? Ja, das war. Ich warte jetzt hier, bis der alle da kommen. Oh, nee, das dauert ewig. Ich finde es ja so lit, dass man einfach unendlich Schuss hat für hier alles. Wofür soll ich meine Pistole bitte benutzen? Guck mal, jetzt kommen wir eigentlich daraus, wo ich die erste verschlossene Tür encountert habe. Ja, Rockford Island. Oh, boah, hätte ich jetzt geschossen, Alter. Alter. Warte, da war ja gar keine Tür. Ja. Wo war jetzt die Tür nochmal? Ach, die war direkt hier. Hätte ich mal alle töten. Kam da, war da nicht echt. Ach, weißt du was, ganz ehrlich, da ist nicht alles da. Ah ne, die sind da nicht da, ich kann immer noch was da. Nur ganz, ganz woanders. Also, ja, so weit weg ist es eigentlich gar nicht. Du lebst? Ja, das ist halt ein bisschen doof. Ah, gab's auch nicht. Ja genau, hier gab's auch nicht. Ja. So. Wo kommen wir jetzt wieder? Was kommen wir denn da an der Arktis wieder? Man hört es auf. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, ich bin in der
also doch noch auf von da rein. Alter, waren das gerade viele diese Viecher. Dieser Gummibärchen, die sie nehmen. Ich bin 12 Minuten. Machen. Alter. Ich muss es in zwei Parts aufteilen, definitiv. Nosferatu! Oh nein, nicht schon wieder das. Schweine, get out of there. Achtung. Oh, jetzt bin ich gleich vergiftet. Ja. Was? Das bringt gar nichts. Komm, stirb! Ja! Oh, noch verraten, du Arsch. Ja, ich hab's geschafft. Huh. Claire ist beendet. Ja. Nosferatu. Ich glaube, ich aber gar nicht wissen, was da noch für Gegner vorkommen. Zeit, Rang E. Ja, könnte ich selber, okay. Aber ich glaube, man hat eh nur neues Kostüm für Claire. Okay. Gut. Dann schalten wir wenigstens frei. Ich weiß nicht, ob ich noch Chris jetzt schaffe. Warum ist er jetzt... Warum war der jetzt zweimal Claire? Okay, wir haben anscheinend zweimal... Ah, nee! Wir haben jetzt hier nochmal Claire. Hä? Okay, alles klar. Wir machen noch Chris. Außenkamera oder Ego? Ja, ich mach Ego wieder. Ich mache halt die Charaktere, wo halt da sind. Ja, also ein Waffen wieder equipped. Was habe ich? Ich habe die Schrot und ich benutze mal die Marken, weil das ist doch genau der gleiche Weg. Kämpfe ich dann wieder gegen Nosferatu. Das ist ja doch kacke. Ah, die Marktung, die ist schon geil. Zwei Jahre drin. Das wollte ich nicht. Mein Gott, Chris, du dumme Nuss. Oh, ich habe aber nicht so viele Kräuter. Also Chris, also es wird auf jeden Fall mal schwieriger. Noch nicht, ich muss die machen. Witzig, da ist nämlich keins mehr, das lebt. Oh, wir haben nichts. Also bei Nosferatus gibt... Was denn für ein Monster? Der lebt keins. Ist gebackt, oder? Was denn für ein Monster? Da hat einfach einer gelebt? Und der ist nicht mal aufgestanden, what the fuck? Und die tot gestellt. Oh mein Gott, Alter, ist die Marktung geil. Ich werde, dass jetzt noch mal einer kommt. So. Ja, ist anscheinend genau dasselbe. Ist aber schade eigentlich. Und wie schaltet man eigentlich Wesker frei? Muss man da einfach die Charaktere mehrmals spielen, oder? Ja, das mache ich auf jeden Fall dann nicht. Könnt ihr dann vergessen. Boah! Komm runter, Chris. Deine Aggression achten, Alter. Bam. Bam. Ein Nosferatu wird vielleicht sogar ein bisschen schwieriger. Ja, ich muss meine Kräuter für Panther, glaube ich, kann ich jetzt. Boah! Nee. Zombie. Thank you.
Lol, wie habe ich die bitte getroffen? Ja, das glaube ich aber auch ein bisschen easier gemacht, weil von da oben kannst du die eigentlich normalerweise nicht treffen. Aber eigentlich Chris und Claire finde ich uninteressant. Ich würde als Steve spielen. Obwohl man ja als Steve auch schon spielen konnte, tatsächlich. Kurz mal. Ach du Drecksvieh. Wahrscheinlich jetzt auf Orange, oder? Ja, muss man jetzt heilen. Ja, kann man so sagen. Ich war einfach auf Gefahr. What the hell? Wie schnell ging das denn? Durch die Hunter schnell. Ja, die Hunter sind schon stark. Und ihr vor allem. Rennt der da wie Speedo Gonzales auf mich zu, Alter. Und ich hab noch nicht so einen Herzinfarkt. Mein Gott, Alter, ich hasse Hunter. Oh, meine Fresse, Alter. Ich könnte heulen gleich. Ich habe mich noch nie so sehr erschrocken. Oh, da war einfach blaues Kraut, ernsthaft. Aber okay, ich musste mich auf jeden Fall heilen. Ich mache auf Orange, das ist sehr schlecht. Vor allem bei Huntern. Oh. Kann man zwar mit dem Marken mit einem Schuss töten, aber boah, trifft die erstmal. Die sind so schnell. Vor allem der Ego-Perspektive, die zu sehen, ist schwer. Tach. Nein, Chris, darauf schießen wir nicht. Ich hoffe auf ein grünes Kraut. Also schnell werde ich wahrscheinlich keins finden. Warte mal. Oh. Ja, da hat doch einer noch über. Da hat doch einer noch gelebt sogar. Oh. Dich meinte ich jetzt eigentlich nicht. Aber der, ja genau, der wo da liegt, hat noch gelebt. Ich glaube, einmal kam noch ein Hunter. Diese komischen Gummibärchen. Ja, genau, erstmal die stelle ich ja noch. Boah, Alter, Chris, zieh doch auf den. Oh, Junge. Auf einmal ist dieses Zombie-Gesicht in meinem Gesicht, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, stimmt, hier gab's ja diese ganz vielen Kräuter dann auch noch mit diesem Safe Room in der Art. Also zwei blaue Kräuter. Ja. Hey! Nicht nur meins. Ja doch, direkt vor deiner Fresse. Ja, ich vergesse meine Waffen zu wechseln, weil die alle unendlich Schuss haben. Das ist ja das Geile. Das ist ja auch nur so ein kleiner Modus. Aber ich finde, für das, dass man das Spiel halt durchgespielt hat, ist es eigentlich cool. Vor allem, weil man ja auch noch als Wesker spielen kann. Mit dem muss man sich anscheinend freischalten. Ja, davon wusste ich jetzt nichts. Ah, die anderen.
Aber vielleicht schaltet man den ja frei, wenn man mit den anderen Charakteren. Wir werden ja mal sehen, wenn ja, gibt's auch noch einen zweiten. Also ja, ich mache auf jeden Fall nach Chris hier noch einen zweiten Part. Mit Steve und vielleicht auch mit Wesker, wir werden ja sehen, ob er dann freigeschaltet ist. Also bei Nosferatu gegen das Gift, da bringt gar nichts. Also wirklich nichts. Also da, wenn du da vergiftet wirst, dann ist halt so. Sag mal so, weil da hört's ja auch dann auf. Ja. Und du darfst halt nur nicht... Also ich finde, wenn man ein paar öfters mal getroffen wird von dem Nebel, sollte man sich mal mit einem Kraut heilen. Damit man halt nicht stirbt, weil du siehst halt nicht, wie viel Leben du hast durch das blöde Gift. Ja. Aber dass man gerade Nosferatu gewinnen muss, vielleicht kämpfe ich gar nicht gegen Nosferatu, weil hier ist ja jemand anderes. Das würde ich auf jeden Fall hoffen. Oh nein, die Hunter. Los, komm. Diesmal falle ich nicht darauf an, dass da sich ein Hunter versteckt. Jetzt müsste eigentlich durch die Unterwasserbasis jetzt kommen. Nee, stimmt erstmal das. So. Noch einer? Nee. Sonst würde er nämlich direkt auf einen draufziehen. Ja, jetzt geht das ja echt ein bisschen länger, als ich dachte. Ah, ja, stimmt doch, man muss ja die ganzen Zombies töten. Kein Schaden, aber da lebt noch einer. Sonst sagt er ja, nein, erstmal muss ich die Monster töten. For whatever reason. Okay. Ah, nein, genau, ich wurde auch... Boah, Alter. Okay, der lebt noch. Bei Clashen überlebt, dann wird es auch hier überleben. Aber jetzt kommt es mit der Unterwasserbasis, oder? Ja. Boah, die sind ja gar nichts gegen die Magnum, Alter. Die sind echt total strong. Kommt jetzt nicht sogar noch verraten? Oder halt was auch immer diesmal jetzt kommt. Oh ne, da Mühle! Oh nein, gib mir lieber Nosferatu. Ich tanze mit Nosferatu rum. Passt. Ey, lass mich kommen. Bloß nicht die blöde Kuh. Bloß nicht Alexia. Mein Gott. Ach so, ja, ist okay. Ah, fuck, 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 Alter. Wann stirbt die? Mein Gott, ja. Schön. Time to die for you. Das jetzt auch noch? Nee, jetzt, oder? Ich hab nicht mal die Welsern. Ich hab nicht mal die Knarren, womit man sie tötet. Willst du mich eigentlich verarschen? Der Kampf im Normalfall ist so schwer. Jetzt darf ich ihn auch noch ohne die Waffe, ohne die starke Waffe töten. Ich treffe die ja nicht mal. Was soll das? Da dachte ich, das wäre eine gute Idee. Ja, auch ein bisschen Capcom, aber. Nee, die Railgun ist nicht da. Was ist das? Das kann man ohne sie nicht schaffen. Ich weiß nicht, warum ich sie treffe. Das ist so schwer. Alter, das ist Hard Mode. Warte, ich benutze die Schrotflinte für dich.
Ja, ich hab sie getroffen. Einmal. Ja, Mann. Ja, hätte ich das jetzt gleich gewusst, dass ich gegen Alexia kämpfen würde. Ohne die Ray Run. Ich weiß ja nicht mal, wie oft ich jetzt treffen muss. Der Railgun macht halt einmal. Ja, sorry für den geilen Kampf, aber ich hab keine Highlight mehr. Ich weiß halt auch nicht, wie oft ich sie jetzt treffen muss. Ist ja wohl erfahren, hoffentlich mal. Oh mein Gott! Oh, fick dich! Oh, ich hab Battle Mode geschafft, Mann. Ja, viel Spaß mit dem Fisch, Chris. Wir sehen uns im letzten Part, wenn wir mit Steve spielen und vielleicht sogar auch mit Wesker. Wir werden es ja sehen. Junge, das war hardcore. Ja. Wesker. Ah, Wesker ist jetzt schon verfügbar. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch Steve und Wesker. Also okay, man muss nicht alle durchspielen. Deswegen würde ich das auch nicht machen, wenn ich irgendwie sterbe. Aber wir sehen uns im letzten Part. Also im nächsten und im letzten Part von Code Veronica. Und tschüssi.